Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Kern News. Anlässlich unseres 5. Geburtstags soll es nämlich in dieser Folge ausschließlich um die Planung und die Ausstattung des Studios auf dem Röderberg gehen. Ihr habt es hoffentlich in der Zwischenzeit mitbekommen. Wir werden mit diesem Studio aus Roden auf den Röderberg umziehen. Und es ist Zeit, einfach mal euch Einblicke zu geben in die Planung und in den aktuellen Stand. Und wir starten auch direkt. Aktuell ist es ja so, dass die Umbaumaßnahmen laufen. Die Trockenbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen und dann kann es schon an die Installation in den Nassbereichen gehen. Also da wird der Fliesenleger die Wände verkleiden, die Duschen werden installiert und auch auf den Böden wird es dort eben Fliesen geben. Das Ganze soll idealerweise bis November abgeschlossen sein. Dann fehlt uns noch die Anpassung der Lüftungsanlage. Also die ist ja schon da gewesen. Die wird angepasst an die neue Raumsituation, dass alle Räume entsprechend be- und entlüftet werden. Es wird überall Klimatisierungen geben, die wir optional zuschalten können, um dann eine sogenannte Spitzenkühlung zu machen, wenn es halt extrem heiß ist. Das muss natürlich alles an die neuen Räume dann angepasst werden. Gleiches mit der Elektrik. Aber Elektrik ist in unserem Fall relativ wenig, weil wir ja im Trainingsbereich fast nichts Elektrisches haben, im Gegensatz zu normalen Studios mit irgendwelchen digitalen Zirkeln und riesigen Ausdauerparks. Dann sind diese Maßnahmen idealerweise Ende November abgeschlossen und wir haben für Dezember die Innenausstatter gebucht. Bedeutet, die werden dann reingehen, werden Farbe, Böden und eben die ganze Ausstattung machen, in die wir jetzt gleich einmal reinschauen. Und Plan ist dann, dass wir Ende Dezember, einen exakten Plan dazu gibt es tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, dann umziehen werden und zum Januar dann dort eröffnen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Aktion sein wird, die irgendwann zwischen den Tagen laufen wird. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie weit wir dann dort sind. Mein Ziel ist, dass wir hier höchstens ein paar Tage irgendwie schließen, bevor wir dann dort ganz normal eröffnen und alle auch bestehenden Mitglieder dann einfach ganz normal dort weiter trainieren können, ohne dass da länger zu ist. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. So, jetzt lang um den heißen Brei rumgeredet. Wir zeigen euch die Visualisierung. So wird das Ganze aussehen. Ich habe es nochmal hier für mich, dass ich nichts vergesse. Und zwar ist es ja so, dass wir auf dem Röderberg in einer aktuellen Spielothek sind und unser Eingang wird an der Seite sein. Ne? Das bedeutet, wir kommen seitlich rein und gehen dann ja nach rechts in den WC, Umkleide, Dusch und Community-Bereich. Ne? Da wird es dann eine Getränkestation geben, ganz normal die Station, die ihr ja von hier schon kennt. Es wird eine Kaffeemaschine geben und eben eine Station, wo ihr euch wie gewohnt Nocco, Bärbels und so weiter holen könnt. Es gibt dann rechter Hand die Toiletten. Im Prinzip ein bisschen überdimensioniert, also so viele bräuchten wir gar nicht, aber sie waren schon da, deshalb lassen wir sie, bevor wir dann geradeaus eben in den Umkleidebereich gehen. Wir werden das Konzept von hier beibehalten, also es wird weiterhin eine Umkleide geben, mit einem großen Spindraum, aber in dem Fall mit, lasst mich lügen, um die 80 Fächern, wo ihr ganz normal eure Taschen verstauen könnt, wie ihr das aus großen Gyms eben auch kennt. Das Ganze wird mit Zahlenschlössern sein, sodass ihr einfach eine Zahlenkombination eingebt, versperrt den Spind und wenn ihr mit derselben Kombination wieder herkommt, könnt ihr es wieder aufsperren. Also es gibt keine Schlüssel, Karten oder irgendwas in die Richtung, ist in unseren Augen das Flexibelste. Dann wird es eben neben dem Spindraum wird es einzelne Kabinen geben. Es gibt welche mit und welche ohne Dusche, sodass jeder, der sich komplett umziehen möchte, der duschen gehen will oder so, dann einfach in so eine Kabine geht. Aber wir haben einfach einen Großteil der Leute, die wechseln nur die Schuhe, die ziehen nur im Sommer den Hoodie aus und starten dann. Deshalb machen wir das Konzept weiter. Es ist hier nie zu irgendwelchen Problemen gekommen. Ich bin davon ziemlich überzeugt, weil auf der anderen Seite sparen wir uns dann quasi wertvolle Fläche, die wir lieber in die Trainingsfläche investieren. Wenn man dann aus der Umkleide wieder rausgeht, dann ist man halt eben im Community-Bereich. Ne? Da ist jetzt so eine kleine Sitzgruppe eingeplant. Eventuell werden wir da noch eine Tischtennisplatte, einen Kicker, irgendwas platzieren. Vielleicht auch wieder die
Nintendo, wie auch immer die jetzt heißt, Media Guy wird mich steinigen. Dann geht es weiter in den Teamraum, der ist für euch nicht wirklich relevant, bevor wir dann auf der rechten Seite den Kursraum haben. Der Kursraum wird in erster Linie da sein für Kurse wie zum Beispiel Yoga und für Workshops in unterschiedlichsten Bereichen, Ernährungsworkshops, Technikworkshops und so weiter. Alles, wo man ein bisschen abgeschottet sein muss, ein bisschen Ruhe braucht, ein bisschen konzentriert an gewissen Sachen arbeitet. Dafür ist der Kursraum geplant. Es wird auch einen normalen Vinylboden dort geben, also keinen Sportgummiboden, wie das in unserem jetzigen Kursraum der Fall ist. Auf der anderen Seite, gegenüber vom Kursraum, ist halt dann noch das Büro, wo auch schwerpunktmäßig halt Media Guide dann sein wird. Daneben ist der Testraum, wo wir unsere Analysen machen werden, also weiterhin Scanica und so. Das haben wir dann in einem komplett abgeschlossenen Raum. Ist für die ganzen Tests und Analysen einfach optimal. Und dann geht es eben in die große Trainingsfläche. Die ist ziemlich genau doppelt so groß wie aktuell und ist sehr quadratisch. Ne? Wie ihr auf dem Bild seht, gibt es quasi in der Mitte bzw. leicht nach links versetzt die Kunstrasenbahn, die auch einige Meter länger sein wird als die aktuelle. Und die Kunstrasenbahn teilt den Bereich in zwei Hälften. Wenn man auf die Fläche läuft, der linke Bereich ist quasi der Conditioning-Bereich. Ne? Da werden die Ausdauergeräte sein und es wird ein Rig geben. Dieses Rig werden wir so konstruieren, dass man da relativ viel dran machen kann. Dass man Climbing Ropes hat, dass man Ringe hat, dass man Schlingentrainer hat, dass man Stangen in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Dicken hat, dass man einfach vielfältig trainieren kann. Dort werden wir aber auch Langhantelablagen dann haben, sodass man in dieser Area seine Conditioning-Teile machen kann. Wenn ich quasi nach meinem Krafttraining eben ein kleines Workout irgendwas mache, dann kann ich das dort vernünftig machen. Ich habe alles zusammen. Und dort wird dann auch der ein oder andere Kurs laufen als HIT, Performance und so weiter, sodass man einfach maximal flexibel alles so nutzen kann, wie man das halt eben braucht. Auf der anderen Seite der Kunstrasenbahn ist quasi der Haupttrainingsbereich. Ich fange mal hinten an, und zwar hinten vor dem Rolltor. Also es wird ja weiterhin ein Rolltor geben, auch deutlich größer als das aktuelle. Beginnt es quasi an der Kunstrasenbahn mit drei Flachbänken von Eleiko. Für die haben wir uns entschieden, weil sie einfach qualitativ extrem hochwertig verarbeitet sind, weil sie die Ablagen in der Höhe verstellen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte früher oft das Problem, wenn ich zwei Ablagen zur Verfügung habe, die niedrigere ist mir irgendwie zu niedrig und die hohe, dafür muss ich das Schulterblatt nach vorne aushängen, um die Hantel einzulegen. Das kann jeder auf seine Höhe einstellen. Und sie haben in den Ablagen Rollen, sodass ich, wenn ich die Hantel nicht in der Mitte liegen habe, kann ich sie einfach zur Seite rollen. Also das sind extrem wertvolle, praktische Details. Zusätzlich zur sowieso schon hohen Verarbeitung. Vor diesen Bänken wird dann ein ganz normales 6-Stationen-Rig sein, wie ihr es quasi hier auch kennt. An dem Rig kann ich meine Kniebeugen, Schulterdrücken machen. Wer will, kann da auch weiterhin sein Bankdrücken machen, Schrägbankdrücken und so weiter, Klimmzüge. Das braucht man, denke ich, nicht weiter zeigen. Das kennt ihr. Und auf der anderen Seite des Rigs wird es dann drei Plattformen geben. Da haben wir uns für SVG-Plattformen entschieden von Eleiko, also auch hier beste Qualität, besser geht nicht. Die sind extrem dick, extrem puffernd, sodass das Fallenlassen von Gewichten sowohl bei Deadlifts als auch bei Olympic Weightlifting wirklich leise und schonend sein wird. Wie gesagt, da wird es dann drei geben und nicht wie bisher zwei. Und das ist dann quasi von hinten gesehen erstmal so der freie Trainingsbereich. Wenn man sich dann weiter nach vorne arbeitet, dann wird es eben den Gerätepark geben, also von Gym80 und Eleiko wieder weiterhin so ein bisschen kombiniert und ganz am Ende dann die Kurzhantel. Aber wir gehen als erstes mal in den Gym80 Gerätepark. Wir werden natürlich alle Geräte, die wir jetzt haben, umziehen, völlig klar. Also die Beinpresse, der Beinstrecker, der Beinbeuger, die Ruderstation, die Latzugstation, das sind ja die fünf Gym80 Geräte, die wir jetzt aktuell haben, die werden natürlich mitkommen. Und genau im selben Stil
wird es dann einen weiteren Seilzug geben. Wir haben ja im Moment den dualen Seilzug, ne? Und genau den gleichen gibt es dann ein zweites Mal. Und das wird in der Gegend ziemlich einzigartig sein, weil ich einfach 4 Seilzüge habe. Das gibt es relativ oft. Aber ich habe 2 Crossover-verstellbare Seilzüge, sodass ich theoretisch an 2 Stationen auch verschiedene Fly-Bewegungen und so machen kann. Dann wird es als Ergänzung zum Park wird es eine Kniebeugenmaschine geben. Ne? Kennt ihr quasi im Moment noch in der günstigeren Variante, wird dann von Gym 80 auch eben sein, wo man ganz normal Squats, Hackenschmidt auch machen kann. Und insbesondere interessant für Explosivkraft-Themen, für Sportler, die an ihrer Schnellkraft arbeiten wollen und so weiter. Weiter geht's im Beinbereich mit einer 55 Grad Wadenmaschine. Das ist für einige wahrscheinlich ein bisschen überraschend. Wadenhebmaschine in einem funktionellen Studio. Für uns insbesondere interessant in der Therapie, bei Problematiken im Sprunggelenk, in der Achillessehne, Wade, hintere Kette. Das ist eine sehr, sehr interessante und wertvolle Maschine eben dafür. Und dann als nächstes im Beinbereich ein Pendulum Squat. Den, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, gibt es in der Region so erstmal nicht. Ein extrem krasses Gerät, weil ich Kniebeugen über die Full Range of Motion machen kann, egal wie unbeweglich ich bin, mit einer extrem interessanten Kraftkurve. Also je weiter ich mein Bein strecke, desto höher wird der Widerstand und je weiter runter ich gehe, desto weniger wird es. Was ja quasi zur Kraftkurve des Muskels so ein bisschen passt, weil unten bin ich am schwächsten und nach oben werde ich immer stärker. Extrem auch Quadrizeps dominant, trotz der Full Range of Motion. Sehr, sehr interessant, haben wir ja bei unserer Tour zu Gym 80 auch selber trainiert und haben uns eben aus den genannten Gründen dann dafür entschieden. Weiter geht's quasi im Hüftbereich mit einem Booty-Meiser, dem Booty Booster von Gym 80, also auch Plate Loaded wieder. Haben wir da auch trainiert. In der Vergangenheit gab es bei verschiedenen Herstellern immer so die Herausforderung, wo liegt das Pad und es fühlt sich irgendwie komisch an, je nach Körpergröße. Das fühlt sich jetzt in der Zwischenzeit, das wurde optimiert, richtig gut an. Und abschließend im Unterkörper gibt es noch ein Gerät, das ist aber eine Überraschung. Die gibt es, stand jetzt auch noch nicht auf der Homepage von Gym 80. Wir haben sie vor Ort gesehen. Wir werden damit auch, denke ich, das erste Studio im ganzen Saarland sein, das sie hat. Das ist eine Unterkörperübung. Könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da vermutet. Für mich völlig, völlig crazy Erfahrung, dieses Gerät. Ich glaube, gesundheitlich, aber auch im optischen Training extrem wertvoll. Zitat Media Guy, ich hätte niemals gedacht, dass Dominik das so bestellt. Also schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was die Überraschung an Unterkörperübungen sein wird. Weiter gehen wir dann in den Oberkörper. Es wird an Zugübungen mehrere Geräte geben. Zum einen eine Tiba-Rudermaschine. Im Prinzip ganz klassisch. Landmine kann man ja jetzt im Moment auch schon machen. Großer Unterschied ist natürlich das Brustpolster, sodass ich mich deutlich besser auf die Zugbewegung an sich konzentrieren kann. Simple, aber sehr, sehr schöne und effektive Rudervariante. Weiter geht's mit einem High Row. Kennt man so relativ selten. Im Prinzip eine Mischung aus Rudern, wo ich von vorne ziehe, und Latzug, wo ich von oben ziehe. Also ich ziehe so von diagonal vorne oben. Und das Interessante ist an dem Gerät auch wieder die Kraftkurve und es gibt wieder so ein paar Details an den Griffen, die die Ausführung wirklich sehr, sehr gut machen, was bei manchen anderen Herstellern noch nicht so optimal ist. Ergänzend zur High Row wird es eine Low Row geben. Das ist quasi das Gleiche, nur dass die Zugbewegung von schräg unten kommt. Und auch hier ist die Kraftkurve des Geräts wieder so optimal, dass ich wirklich sauber trainieren kann. Ich sauber auf meine Schulterblätter achten kann, ich es sauber progressiv steigern kann, also es ist wirklich gut konstruiert. Beide Geräte sind natürlich unilateral, also ich kann jede Seite auch alleine bedienen, wenn ich das möchte. So kann ich halt Seitenunterschiede so ein bisschen angleichen. Und weiter geht's dann mit den letzten beiden, die sind im Oberkörper, und zwar eine Bankdrückmaschine, also prinzipiell eine Brustpresse, eine sitzende Brustpresse.
Auch die ist von der Biomechanik sehr, sehr gut. Die Kraftkurve ist sehr interessant. Man kommt sehr stark in die Adduktion nach vorne. Auch hier wieder unilateral, also in unseren Augen. Deshalb haben wir uns ja auch dafür entschieden, an den Druckgeräten die beste. Und abschließend an den Geräten wird es eine Seithebemaschine geben. Auch eine, wo Mediaguy sagte, niemals gedacht, dass er das bestellt. Aber da wurde ich vor Ort überzeugt, sie ist wirklich gut konstruiert. Sie hat vor allen Dingen ein extrem wertvolles Sicherheitstool, sodass, wenn ich über meinen Schulterlevel hochgehen will, dann hat das Gerät quasi keinen Widerstand mehr und ich kann mir an der Schulter mit suboptimaler Ausführung wenig kaputt machen. So viel zum Gym 80 Gerätepark, den wir dazu nehmen werden. Ergänzend gibt es dann natürlich die Kurzhanteln, die haben wir ja bis 50 Kilo. Wir schauen uns an, inwiefern wir die gängigen Größen auch dann vierfache da haben werden, also irgendwie von 12,5 bis 25 oder so, das schauen wir uns an, wie es sein wird. Und was natürlich in keinem funktionellen Studio fehlen darf, abschließend von Eleiko, ist eine Preacher Curl Bank mit einer sitzenden Variante. Die stellen wir natürlich vor den Spiegel, dass man einfach mal auch vernünftig curlen kann. Ja, so viel zur Geräteausstattung in dem Bereich. Auf der anderen Seite, das Rig haben wir schon besprochen, gibt es ja die Cardio-Geräte, die werden wir auch von hier mitnehmen. Den Assault Airrunner würde es ein zweites Mal geben. Die Ruderergometer, da holen wir noch eins dazu, sodass wir dann bei drei Concept2-Ruderergometern sind. Und neu dabei werden wir drei Concept2-Bike-Ergs nehmen, weil wir gemerkt haben, dass die Airbikes Assault, die wir im Moment haben, auch oft einfach nur zum Fahren genutzt werden, wofür sie eigentlich nicht wirklich konzipiert sind, sind super laut und irgendwie, ne, dafür sind ja eher die Bike-Ergs, sodass wir drei davon haben, wenn man sich wirklich einfach nur gemütlich ein bisschen einfahren möchte, vor Squats beispielsweise. Und die Airbikes, die sind dann wirklich da für kurze, intensive Ausdauereinheiten, Intervalle, Tabatas und solche Sachen. So. Das ist die Planung. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Schreibt uns auch rein, was ihr vermisst, wenn ihr euch noch irgendwas wünscht oder so. Das ist der Stand, mit dem wir im Januar an den Start gehen werden. Und dann bauen wir das, wie immer, Stück für Stück gemeinsam mit euch eben aus. So, dann, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, lasst uns einen Daumen hoch da, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und nächste Woche Sonntag gibt es ein neues Video.